Einen wunderschönen guten Tag, liebe Outdoor-Freunde. Ich begrüße euch wieder mal zu einer neuen Folge Barbecue Madness. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn wir machen heute mal wieder einen absoluten Klassiker. Freshman Classic Time is it. Der Freshman hat sich nämlich auch dieses Mal wieder was Klassisches gewünscht. Und zwar nicht Vivaldi oder Mozart, sondern ein klassisches Dutch Oven Gericht. Hier ist das Moped. Wir machen heute Schichtfleisch. Woo! Genau, und alle so rasten aus. Gerade im Intro noch mal im Keller gewesen, schon mal das Fleisch aus der Kühlung geholt. Hier haben wir es, richtiges Stück, das Herzstück eines jeden Schichtfleischtopfs. Und das Wort habe ich heute Morgen 10-mal vom Spiegel geübt. Das ist ein super Scrabble-Wort, Freshman. Schichtfleischtopf? Ja, Schichtfleischtopf. Okay. Was ist das jetzt genau für ein Fleisch? Also Schwein weiß ich, das genau. Sieht man, aber... Das sieht man. Das hier... Das ist der Schweinenacken. Man kann es natürlich auch mit Schulter machen. Sowohl Schulter als auch Schweinenacken sind erstens ein relativ günstiger Cut und zweitens hat der sehr viel Fett innen drin. Das heißt, es rendert ja gleich so schön aus. Dann im Dutch Oven werdet ihr ja nachher sehen. Ist für so einen kompletten Fleischtopf einfach super. Also irgendwas, was viel Fett hat, macht immer Sinn. Ich würde jetzt keine Hüfte nehmen oder so, das wird einfach nur trocken, sondern da muss schon ordentlich Fett am Nacken sein. Okay, so und ich sehe schon, was kommt jetzt noch alles rein gleich? Genau, eigentlich ist das Schichtfleisch relativ simpel. Außer diesem wunderschönen Schweinenacken kommen jetzt gleich noch Paprika rein. Haben wir jetzt mal nur rot, ihr könnt natürlich auch Ampel nehmen oder nur gelbe oder nur grüne. Ein paar Metzgerzwiebeln. Ein bisschen Barbecue-Soße und dann ist es das eigentlich schon klassisch. Wir machen eine ganz kleine Abwandlung wie immer. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist euer Fleisch zu rubben, also da ordentlich Gewürze ranzupacken. Das machen wir heute selber. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch die Gewürzmischung eures Vertrauens kaufen. Wir mörsern immer ganz gerne selber, einfach weil es super auf den Videos aussieht. Deswegen, Freshman, würde ich sagen, hier, ne, fangen wir mal direkt an. Ich sehe, du hast einen neuen Mörser. Das ist, glaube ich, der dritte Mörser, den wir jetzt haben. Ne? Ja, Leute, ihr müsst wissen, wir investieren nicht in neue Mitarbeiter. Wir haben ein komplettes Regal mit verschiedenen Mörsern und beschäftigen unsere eigenen Töpfer und Steinmetze. Das ist so unser Ding hier bei Bernhard. Okay, Freshman, ich packe jetzt die Gewürze rein. Ich würde sagen, du machst dein Ding und haust einen ordentlichen Gewürzporn raus, oder? Das machen wir. Nice. Immer das gleiche Schauspiel. Schauspiel, guck mal, ich hatte letztens schon einen Tennisarm hier, Freshman, nur weil ich wieder hart am Mörsern war. Ja, gut. Ja? Hast du hart eingemörsert? Also, wir haben jetzt hier, kannst du mal reingucken, so ganz grob gemörsert. Hier unsere Zutaten, da ist noch ein Pfefferkorn. No? Und jetzt kommt eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte. Und zwar nehmen wir hier unseren Nacken raus und werden ihn jetzt einfach zicki zacki in schöne Streifen schneiden. Dann packe ich das Ganze hier wieder rein und werde das mit dem Rub so ein bisschen benetzen. Ganz wichtig, macht nicht zu viel Rub dran, weil ihr habt ja das komplette Fleisch mit Gewürz. Wenn ihr das dann im Topf habt, kann es sonst ein bisschen kräftig sein. Deswegen lieber ein bisschen weniger Streuseln von beiden Seiten und dann läuft das. Freshman, ich würde sagen, du machst jetzt hier wieder deine Sache. Nicht lang schnacken, Schweinenacken. We'll be right back.
Ich habe hier schon mal reingelegt. Ich habe jetzt hier, ja, das ist so einen guten Finger, ich würde mal sagen, so 2 cm. Mal ein bisschen. Ja, circa 2 cm würde ich jetzt mal schätzen. Und wie ihr hier seht, das hatte ich ja eben gesagt, ne, guckt euch dieses schöne Fett an, was da durchläuft. Das ist schön. Auch hier bei Schwein gilt, je besser die Qualität ist, desto geiler schmeckt nachher einfach euer Fleischtopf. Gönnt euch mal einen Duroc oder gönnt euch mal einen Mangalitzer. Kostet auch nicht die Welt, so einen Nacken, auch bei den Tieren nicht. Und es macht wirklich einen unglaublichen Unterschied. Würde ich auf jeden Fall als kleinen Tipp mal ausprobieren. Freshman, was wir jetzt noch brauchen, ist der Rub, den wir zum Glück schon vorbereitet haben. Ich werde das jetzt hier einfach drüber streuseln, drehen, ein bisschen drüber streuseln. Und dann könnt ihr eine Viertelstunde warten, bis der Rub sich ein bisschen gesetzt hat, beziehungsweise am Fleisch klebt. Oder noch besser, ihr packt das einfach abgedeckt für einen Tag in den Kühlschrank. Freshman, das sah doch ganz gut aus. Ich habe den Rub hier jetzt so ein bisschen gröber gelassen und wie ihr seht, auf der einen Seite ist nicht so viel, auf der anderen Seite haben wir ein bisschen mehr und ich persönlich mag es unglaublich gerne, wenn man hier halt noch hier den Fenchel und Koriander und Rosmarin drin hat. Die sind jetzt in unserem Rub drin. Ich kann euch nur eine Sache sagen, wenn ihr zu Hause rubbt oder einen fertigen Rub macht, nehmt Fenchelsamen, röstet die vorher an und packt die mit rein, Schwein und Fenchel. Ist das Beste, was ihr machen könnt. So, das gut angepappt. Das würde ich jetzt quasi, wenn ich zu Hause wäre, einfach hier abdecken. Ganz wichtig, nicht einfach oben drüber legen. So, wie, ne? Da hast du viel Sauerstoff noch drunter. Immer Lebensmittel einpacken und Oxidation verhindern. Das heißt, hier richtig schön auf die Oberfläche legen. Dann passiert auch nichts. Oh yeah, alles für euch, Leute. Freshman, komm mal ran auf den Meter. Hier sieht man schon, ne? Flüssigkeit hat sich schon so ein klein bisschen gebildet, nicht zu viel. Rub ist drauf, ist schön angepappt, ist ein bisschen in die Oberfläche eingezogen. Macht das Ganze gericht einfach nochmal ein bisschen aromatischer. Jetzt fehlt uns nur noch eins, und zwar werden wir jetzt die Paprika und die Zwiebel noch schneiden. Und dann bin ich euch ja auch noch schuldig zu sagen, was wir heute ein klein bisschen anders machen. Aber Freshman, ich würde sagen, Zwiebel und Paprika, go for it. Freshman, jetzt müssen wir eigentlich nur noch schichten. Das hört sich sehr gut an. Genau. Du hast leider keine Schicht, deswegen muss ich. Bevor es jetzt losgeht, brauchen wir noch eine ganz, ganz wichtige Zutat. Kartoffeln. Nein, ich weiß es natürlich. Bacon. Bacon! Bacon ist endlich wieder am Start. So, das Originalrezept sieht vor, dass wir jetzt hier so einen Streifen, ich zeig das einmal kurz, komm mal ran, Freshman, dass wir jetzt hier unten Bacon reinlegen. So, und quasi so einen Boden voll Bacon machen. Weißt du warum, Freshman? Nein. Also wir haben ja Ober-Unterhitze auf dem Gerät, besonders wenn man das ja mit Briketts oder Kohlen macht. Ne? Und unten, wo der draufsteht, hast du natürlich Kontakt mit allem. Ne, oben hast du ein paar Zentimeter frei, oben am Deckel, das ist alles kein Problem. Aber unten hat er richtig Kontakt mit dem Fleisch und Wärme steigt außerdem nach oben. Das heißt, unten ist tendenziell immer ein bisschen mehr Hitze als oben. Der Bacon soll als Puffer dienen, damit das Fleisch nicht anbrennt. Der arme Bacon. Genau das fand ich auch. Und mir ist der Bacon für unten drunter immer weitaus zu schade, weil wenn er das jetzt wirklich irgendwie mit Briketts oder Kohlen macht, der wird halt sehr, sehr schwarz unten.
Und das ist mir einfach für den armen Bacon weitaus zu traurig. Wir packen den lieber nur an die Seite und oben drauf. Und für unten, damit es nicht anbrennt, nehmen wir ganz einfach Kartoffeln. Dann schneide ich das hier einfach. Wie dick machst du die Streifen jetzt? Ja, das ist so ein Zentimeter oder so. Wie gesagt, okay. die sollen ja nur gegen Anpappen helfen. Ja. So, ich lege jetzt hier damit ein paar aus und zeige dir mein Mosaik, wenn ich fertig bin. Gut, so, guck mal hier mein Kartoffeltopf. Jetzt habe ich das unten hingelegt. Wie gesagt, wir schichten. Es sieht wunderschön aus. Danke, ich habe es nur für dich gemacht. Oh, danke. Gibt es jetzt auf Etsy zu kaufen? Ich lege Mosaik. Wir schichten das Fleisch ja jetzt hier so rein. Das heißt, die stehen auf den Kartoffeln. Und sollte irgendwas anbrennen, sind es die Kartoffeln. Das ist nicht so schlimm. Die Kartoffeln geben aber gleichzeitig auch durch die Stärke, die drin ist, ein bisschen Sämigkeit für die Soße. Ihr könnt die, wenn die gut sind unten, könnt ihr die auch einfach rausheben. Habt so eine Art wie so ein bisschen Bratkartoffel unten, wenn die noch okay sind. Also eigentlich hat das nur Vorteile. So, wir kommen jetzt aber zum Bacon. Ganz wichtig. Und den benutzen wir natürlich auch, weil Bacon erstens einfach nur hammer, ober, mega geil ist. Und zweitens wollen wir ja auch noch so ein bisschen das Fett haben davon und den Geschmack. Deswegen lege ich hier einfach mal so ein Bacon-Netz drumherum. Mal gucken, wie viel wir haben. Ihr könnt das auch. Ich habe den Humpen gesehen, den du mitgebracht hast. Also das ist schon viel. Ja. Ihr könnt das natürlich auch komplett weglassen. Oder nur ein paar dran machen, vereinzelt. Da seid ihr, könnt ihr belegen, wie ihr lustig seid. Wir legen jetzt einfach, damit ihr mal einen Eindruck habt, wie das dann später aussieht, wenn man es mal komplett zurechtlegt. Machen wir mit ganze Muppet damit voll. Und dann fangen wir auch gleich schon an zu schichten. Guck dir das an hier. Wie findest du meinen Bacon-Vulkan? Also Mosaik und dann noch quasi tapeziert. Freddy, vielleicht hast du dir doch die falsche Branche ausgesucht. Fliesen legen kann ich. Freshman, guck hier nochmal rein. Ja. Du siehst, ich habe hier auch die Bacon-Dinger auf die Kartoffeln gelegt, ne? Damit die halt wirklich unten drin nicht anbrennen können. Okay, bleibt uns nur noch eins. Ich ziehe mir jetzt hier nochmal die Handkondome über und dann werden wir schichten. Vertikal, Fleisch, Paprika, Fleisch, Zwiebeln, Paprika, Fleisch, wie ihr wollt. Da könnt ihr selber kreativ werden. Ihr könnt auch da von oben geguckt Mosaik legen, wie so Kornkreise. Okay. Gut, los geht's. Los geht's. Freshman, guck mal, das sieht eigentlich schon ganz gut aufgekachelt aus hier. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich will euch nur einen kleinen Trick noch zeigen. Und zwar kann es ja sein, dass ihr nicht genug Fleisch habt. Oder, also wir haben jetzt hier noch, bei uns geht es genau auf. Das waren jetzt übrigens hier für unseren großen Dutch Oven von Bernhard, waren das jetzt gut 2,2 Kilo Schweinenacken. Nur so zur Info. Wenn ihr jetzt hier aber Platz hättet oder ihr habt einen großen Topf, aber wenig Fleisch oder euch fehlt irgendwas und ihr habt hier, guck mal Freshman, ihr habt hier noch Platz, oder sagen wir mal bis hier. Ne? Was ihr nicht wollt, ist, dass halt alles auseinanderfällt oder dass ihr nur die Hälfte macht, weil dann rutscht das runter. Der Trick ist ziemlich easy und zwar nehmen wir hier wieder unsere Kartoffeln, die wir eben schon unten drauf gelegt haben. Die packt ihr einfach hier dazwischen. Education. Ne? Die halten das dann alles. Und der Vorteil ist auch nochmal, die Kartoffeln gehen ja auch. Guck mal, wir legen hier den Speck dann gleich auch noch drüber. Also ihr kriegt auch noch die besten gebackenen Ofenkartoffeln ever. Das heißt, das ist quasi ein One-Pot-Meal. Ist ein One-Pot-Meal und es greift einfach alles ineinander. So, wir setzen hier das letzte Stück ein.
das Freshman hat unglaublich gut funktioniert. Es ging echt perfekt auf, ne? Meine Mariniertüte ist alle. Wir haben nur noch so ein bisschen Zwiebel übrig, aber die schmeißen wir gleich einfach oben mit drauf, wenn ihr Bock habt. So, ich hatte euch ja noch gesagt, wir machen es so ein ganz klein bisschen anders. Was jetzt hier noch fehlt, ist nämlich eigentlich nur noch ein bisschen Barbecue-Soße, die da drüber gestreuselt wird. Wir packen hier aber auch noch die besagten Knoblauchzehen einfach hier so mitten rein. Ich mache jetzt hier, ne, so ein bisschen Küche müssen wir natürlich auch haben. Ich mache immer noch gern ein bisschen Weißwein drüber, einfach vom Geschmack her. Also der Weißwein bringt jetzt wirklich nur Geschmack? Der bringt nur Geschmack und natürlich noch ein klein bisschen mehr Flüssigkeit. Gar nicht zu viel, nur so ein bisschen reicht schon. Macht mir persönlich in dem Rezept noch mal ein bisschen mehr Freude. Okay, fehlt nur noch ein bisschen Barbecue-Soße. Wie schon gesagt, die streuseln wir hier einfach so ein bisschen drüber. Es muss auch gar nicht so viel sein. Es sieht wunderschön verziert aus. Danke. Es sieht schöner aus als jeder Cupcake. Sprinkeln? Gar nicht. Okay, schauen wir uns unser Kunstwerk an. Michelangelo wäre stolz auf uns. Wir legen jetzt hier noch den Bacon rüber. Und ich ziehe so ein klein bisschen den Bacon von den Seiten nach vorne, damit wir so wenig Kontakt wie möglich haben. Fehlt nur noch eins. Deckel drauf. Und ab. In Grill. Bei was für einer Temperatur wird das jetzt in etwa wie lange dauern? Mhm. Gute Frage, Freshman. Also wir haben hier natürlich indirekte Hitze. Ne? Wir haben jetzt keine Briketts oder Kohlen oder sonst was, sondern machen das natürlich im Gasgrill. Das heißt, rechts ist an, links ist an, in der Mitte, siehst du, hier ist aus. Also das steht hier in der kalten Zone und wird dann durch die Umluft gegart. Falls ihr das mit Briketts machen wollen würdet, würde ich euch empfehlen, bei so einer Größe ca. 30 Briketts zu nehmen und ein Drittel der Briketts unten drunter zu tun und den Rest oben drauf. Hatten wir ja vorhin schon besprochen, ja. Ne, mit Hitze und Ober-Unterhitze. Das nur als kleiner Tipp. Und dann werde ich gucken, dass hier so die Temperatur so um die 160 bis 180 Grad ist. Das reicht vollkommen aus. Bei der Größe und bei den Schnitten, die wir gemacht haben, werden wir wahrscheinlich so 2,5 bis 3 Stunden brauchen. Heißt, wir haben viel Zeit. Also Deckel zu, 180 Grad und wir brauchen jetzt hier circa 2,5 bis 3 Stunden. Dann gucken wir wieder rein. Und das soll es dann auch gewesen sein. So, meinst du nicht, die Wartezeit ist jetzt mal vorbei? Warte, ich guck mal kurz, wie spät es ist. Zähne. Alter Berliner Witz. Okay, komm, wir gucken mal, wie weit das Schichtfleisch ist. Freshman, komm mal ran auf den Meter. So, guck mal. Konstant hat er gehalten hier, seine 180 circa. Und jetzt, Achtung, ist heiß. Ja. Mal kurz aufmachen, dann ganz aufmachen. Ich stelle hier schon mal ganz runter. Are you ready for Rumble? I'm ready. Wir haben noch nicht reingeguckt, Leute. Achtung, fertig. Oh, der Freshman kann es gar nicht mehr aushalten. Nee. Ich sehe schon die Sabber hinten auf seinen Schuh laufen. Ich würde sagen, Freshman, ich packe jetzt hier mal so ein bisschen Fleisch drauf und dann gibt's endlich Essen. Oh yeah! Ja, was haben wir hier mitgebracht? Oh, guck mal. Oh, danke. Wie gesagt, so Gäste mag ich. Ja, genau. Prost. Oh, das ist so heiß hier. Okay, gar nicht lang schnacken. Wir sehen, ob es gut geworden ist, wenn man es mit der Gabel zerteilen kann. Boah. Ja, guck mal. Butterzart. Freshman. Hier so ein bisschen von dem Kartoffelstampf mit drauf und dann Huden. Ja, ist echt super. Schichtfleisch ist so zart. Ja. Deswegen, okay. Leute, macht das auf jeden Fall gerne mal nach. Schreibt uns unten rein, wie euch das gefallen hat. Ganz wichtig. Subscribe. Unten lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Freshman und ich ziehen uns jetzt hier noch ordentlich Bacon rein. Tschüss. Ciao, ciao. Subscribe.
Subscribe, subscribe! Subscribe, subscribe! Yeah! Subscribe.